Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es geht weiter in World of Goo, Kapitel 3. Es dürfte sich langsam aber sicher auch um eines der letzten Level handeln, wenn ich hier mal so hochgucke. Ich sehe da keinen Punkt mehr. Und das Level heißt auch Produktlauncher. Dürfte also... Frohes neues Jahr. Dürfte also tatsächlich eines der letzten sein. Zack, zack, zack. Und da sieht man nicht, wie es weitergeht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was macht denn der Schildermaler? Frohes neues Jahr. Die letzten der Gubelle scheinen es nicht bemerkt zu haben. Sie sind Teil eines international ausgestrahlten World of Goo Corporation Produktlaunch-Events, das farbenfrohe Pamphlet-Handzettel, die sie austeilten, deutet an, dass das Produkt die Welt für immer verändern wird. Sie werden World of Goo Corporations neues Produkt Z enthüllen. Wir sehen uns nach der Show. Schildermaler. Okay. Also ich sehe hier 6 Fuß. Ich kann das hier alles aufmachen. So. Und so. Und so. Und dann werden die hier hochgedrückt. Und hochgedrückt. Oh, hier sind schlafende Dingsies. Die sind jetzt wach. Die sind jetzt... Ach, sie bilden ein schwarzes Z. Produkt Z. Und da oben, glaube ich, ist die Flamme. Ich glaube... Da sollte ich dann jetzt einfach mal hinäumeln. Ich habe das Glück, dass ich hier so Ballons habe. Damit wird das Bauen ein bisschen leichter. Weil ich nicht alle Nase lang Angst haben muss, dass hier irgendwas umfällt. Ja. Zack. Den hängen wir auch gleich mal dran. So, so. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Nee, du bleibst da mal schön dran hängen. Nicht auf der Höhe hier. Und der hier baut dann alles noch ein bisschen nach oben, bitte. So und so. So, der sollte dann auch schon in der Flamme hängen. So, jetzt brennt das da runter. Das sieht sehr hübsch aus. Das ist ein krachig buntes Feuerwerk. Oh, und die platzen. Aha. Jetzt habe ich ein brennendes Z. Ich bin so begeistert. Alles geht kaputt. Gott. Und zwei Riesenkanonen raus. Nein, nein, Teleskop. Eine Pistole. Eine Pistole mit einem Zielfernrohr. Und einer großen Hand. Jede Menge Steuerelektronik. Gedöns. Oh. Zwischensequenz. Viel Spaß dabei. Es ist ein grünes Viereck. Ein grünes Viereck, sag ich doch. Panik. Digital? Ein Computerterminal. Herzlichen Glückwunsch.
World of Goo ist jetzt 3D. Willkommen in der dritten Dimension. Dein Freund, die World of Goo Corporation. Achtung! Du scheinst inkompatibel zu sein mit der Welt. Bitte den Tech-Support anrufen. In dem Informationshighway. Ende von Kapitel 3. Das war schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und freigeschaltet ist Kapitel 4. Der Informations-Superhighway. Das aber dann beim nächsten Mal. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.